Hey Guys, ich will euch mal kurz hier teilhaben lassen und dieses Video mit euch teilen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr viele genau an diesem Punkt stehen, Einzelunternehmen gegründet haben oder immer noch Einzelunternehmer sind und mittlerweile mehr als 60.000 Euro Gewinn im Jahr haben und nicht genau wissen, was sie tun sollen. Und da unser Steuersystem ja wahrscheinlich das komplizierteste und komplexeste ist auf der ganzen Welt in Deutschland und es auch sehr, sehr, sagen wir mal, sehr, sehr leicht Verwirrungen geben kann, selbst wenn man sich Videos anschaut von Steuerberatern etc. und dann immer sozusagen, also ich habe schon Videos, YouTube-Videos von Steuerberatern zu meinem Steuerberater genommen oder zu Steuerberatern, die ich dann sozusagen hier lokal in der Gegend dann mich beraten habe lassen und haben sie sich das YouTube-Video angeschaut und haben gesagt, naja, das ist ein schönes YouTube-Video, gibt vielleicht viele Klicks, aber die Realität sieht ganz anders aus. Also ich habe aber hier einen Kanal gefunden, der sozusagen, was mich betrifft, also doch recht plausibel alles irgendwie klingt, ja, und auch sehr kompetent und so weiter. Ich meine, da wird ja nicht, sagen wir mal, jetzt die ganzen Tipps und Tricks und Hacks und so weiter, die da mitgeteilt werden, nur so als Marketing-Gag verbreiten. Da gehe ich mal jetzt nicht davon aus. Ich denke, dass es viele, viele Möglichkeiten gibt. Und jetzt haben wir eben dieses eine Video, das genau, also mal exakt, er macht sehr, sehr gute Videos, ja, grundsätzlich, also sehr viel besser wie die meisten anderen. Also wirklich jedes Video präzise, genau auf den Punkt, extremste Content-Dichte, also wirklich empfehlenswert, euch das mal anzuschauen. Auch zur Allgemeinbildung, ja, also da gibt es wahrscheinlich Leute, die, ja, es gibt bestimmt so Kurse und so weiter, die da eine Menge Geld für verlangen, ja, was der einfach so mal kurz hier gratis rausgibt. Und also er macht also letztendlich das Reziprozitätsstrategie, die er halt fährt. Ne? Er gibt sehr viel extrem hochwertigen Content und wird halt so sozusagen steuert da halt so sein Wachstum bei. Also Marketing von der Marketingperspektive. Und jetzt wollen wir mal schauen. Dieses Video hier geht letztendlich bis Minute 7. Wird eigentlich nur erklärt, dass egal was du machst, immer viel Steuern zahlst. Ja? Und zwar an die 50%. Ja? Also die Hälfte geht zum Staat. Gut, das ist jetzt wirklich nichts Neues. Da brauchen wir jetzt nicht irgendwie in irgendwas umwandeln oder irgendwie jemandem Geld noch geben, das nochmal zusätzlich Geld geben, dass wir in irgendwas umwandeln, wo wir dann auch wieder so viel Steuern zahlen wie schon vorher. Also an die 50%, nicht über 50%, weil das wäre ja Enteignung und verfassungswidrig. Ja, oh, ja, da wird sich wahrscheinlich unser Staat noch ein bisschen mehr einfallen lassen, ne? Dass er dann auch nochmal über die 50% dann kommen kann. Ne? Aber das erlaubt aktuell, soweit ich weiß, unsere Verfassung bzw. unser Grundgesetz oder was auch immer noch nicht, soweit ich verstanden habe. Von daher sind wir dann noch ein bisschen geschützt. Ne? Wer weiß, wie lange noch. Die schrecken ja wirklich von nichts zurück. Ja? Also, na gut. Aber jetzt kommen wir zu Minute 7 und jetzt wird es interessant. Ja, jetzt wird es interessant. Also es geht um das Eigenkapital, das du einbringst, wenn du in die Umwandlung gehst. Ich habe es so in Erinnerung, dass das sehr gefährlich sein kann, weil du das nämlich dann versteuern musst. Aber er erzählt dir hier einen Trick. Also, soweit ich das sehe, du schuftest als Einzelunternehmer. Ja, weil klar, schuftest, du reißt den Arsch auf, machst dann mehr Gewinn, weil von nichts kommt nichts, den du versteuern musst, zum Höchstsatz. Sammelst Eigenkapital, machst dann die Umwandlung und musst dann da auch nochmal Steuern und irgendwas bezahlen. Also doppelt, dreifach, vierfach, fünffach, ja, Steuern, 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 ja. Also und also mich wundert es persönlich, dass es in Deutschland so wenig, jetzt hätte ich beinahe was Falsches gesagt. Ja, aber eigentlich sollte ich eigentlich sagen dürfen und können, was ich will. Ne? Aber so ein freies Land sind wir, glaube ich, nicht. Ne? Also wenn du bestimmte Wörter sagst, dann wird das YouTube-Video schlecht gerankt bis hin zu gebannt. Ja, das ist tatsächlich so. Okay, dann schauen wir uns mal das an und ja. Nutzen. Ja, das Kapitalkonto hier.
Das gucken Sie sich an. Sie gucken Ihr Eigenkapital an in Ihrer Einzelunternehmung. Und warum? Wenn Sie das jetzt umwandeln in eine GmbH, dann sind Sie ja danach mit 100% an der GmbH beteiligt, müssen auch hier in der Bilanz auf der Passivseite ein Stammkapital haben von 25.000 Euro. Ja? Und was passiert mit den restlichen 475.000 Euro? Ja, da können Sie eine Forderung aufbauen. Ja, eine Forderung, das ist total wichtig, in Höhe von 475.000 Euro. Und dann schuldet Ihnen die GmbH 475.000 Euro. Ist das gut? Ja, selbstverständlich, das ist perfekt. Warum? Weil dann zahlen Sie, schön die Geschäftsführergehälter, für den Gewinn, die drin bleiben, zahlen Sie hier 30%, es bleiben 70% übrig nach Steuern in der GmbH. Und wenn Sie diese 70 Euro ausschütten, müssten Sie eigentlich nochmal 25% Steuern auf die 70 zahlen. Aber weil die GmbH Ihnen noch 475 Euro schuldet, können Sie das Geld daraus ziehen, ohne die 70 Euro zu versteuern. Eigentlich würden von 70 Euro ja netto nur ungefähr 50 Euro übrig bleiben. Wenn ich das mal hochrechne auf knapp 500.000 Euro, können Sie sich so 700.000 Euro quasi, eigentlich hätten Sie 700.000 ausschütten müssen, 200.000 Steuern verzahlen müssen, damit an dieser Stelle ja knapp 500.000 Euro übrig bleiben. Und ja, das können Sie vermeiden. Sie können sich jetzt 500.000 Euro so rauszahlen, ohne Steuern zu zahlen. Und wenn Sie 700 gemacht haben, dann können Sie 200.000 noch zusätzlich hier in der GmbH drin lassen und reinvestieren. Das nennt sich sonstige Gegenleistungen bei der Einbringung in GmbHs. Und das geht nur bis zur Höhe des Kapitalkontos, deswegen habe ich 500.000 Euro genommen. Ja. Darüber hinaus kann ich nicht mehr die komplette... Stopp. Also den wichtigsten Teil dieses gesamten Videos, das waren jetzt nur ungefähr 60 Sekunden oder sowas, den muss ich mir jetzt leider nochmal anschauen, weil den habe ich nicht verstanden als Laie vielleicht, ich weiß es nicht, als weniger fachlich versiert. Ich glaube, das ging irgendwie bei Minute 8 los. Weil das habe ich jetzt wirklich nicht verstanden. Ganz ehrlich. Steuern auf die 70 zahlen. Aber weil die GmbH Ihnen noch 475 Euro schuldet, können Sie das Geld daraus ziehen, ohne die 70 Euro zu versteuern. Eigentlich würden von 70 Euro ja netto nur ungefähr 50 Euro übrig bleiben. Wenn ich das mal hochrechne auf knapp 500.000 Euro, können Sie sich so 700.000 Euro... Okay, wie kommt der jetzt auf 700.000 Euro? Okay. Also ich zahle Eigenkapital ein. In dem Fall 475.000 Euro. Das wandle ich um in eine Forderung. Wohlgemerkt, dieses Eigenkapital, welches ich da einzahle, das ist doch schon versteuert, oder? Das ist doch mein Eigenkapital, das ich bereits mal versteuern musste, oder nicht, oder was? Und da muss ich jetzt einen Trick anwenden, dass es nicht nochmal versteuert wird. Ey, sorry Leute, soll ich mir jetzt irgendwie hier mal ein paar... Sowas macht sowas Leute nicht aggressiv, ja? Also, was geht denn hier ab? Also, okay, es gibt ja also einen Trick, um das eben in eine Forderung, man wandelt es in eine Forderung um. Aber diesen Part hier, ja? Quasi, eigentlich hätten Sie 700.000 ausschütten müssen, 200.000 Steuern verzahlen müssen, damit an dieser Stelle, ja, knapp 500.000 Euro übrig bleiben. Eigentlich hätten Sie 700.000 ausschütten müssen. Damit 500.000 übrig bleiben. Ich kapiere das nicht. Und ja, das können Sie vermeiden. Sie können sich jetzt 500.000 Euro so rauszahlen, ohne Steuern zu zahlen. Und wenn Sie 700 gemacht haben, dann können Sie 200.000 noch zusätzlich hier in der GmbH drin lassen und reinvestieren. Was? Übrig bleiben. Und ja, das können Sie vermeiden. Sie können sich jetzt 500.000 Euro so rauszahlen, ohne Steuern zu zahlen. Und wenn Sie 700 gemacht haben, dann können Sie 200.000 noch zusätzlich hier in der GmbH drin lassen und reinvestieren. Das nennt sich
sonstige Gegenleistungen bei der Einbringung in GmbHs. Wenn Sie 700 gemacht haben, können Sie noch 200.000 drin lassen, um zu reinvestieren. Sorry Leute, ich kapiere es nicht. Vielleicht kapiert es einer von euch. Ich stelle das Ding mal hoch. Und weil das für mich ist es absolut vielleicht so das Thema, was mich aktuell mit am meisten, das ist so mein aktueller Brandherd. Ihr kennt das ja, Leute. Man hat immer an unterschiedlichen Phasen des Lebens unterschiedliche Brandherde. Und das ist aktuell so mein Brandherd, weil ich nämlich halt als Einzelunternehmer aktuell doch, so wie es aussieht, sehr, sehr stark über diese 60.000 Euro Gewinn komme dieses Jahr. Eigentlich auch schon, ja, wahrscheinlich auch schon letztes Jahr. Aber gut, dann müssen wir mal schauen, weil ich. Vielleicht gibt es hier unten noch irgendwie ein Video oder was, keine Ahnung. Also Leute, wenn jemand von euch hier einen besseren Link hat oder sowas noch zu diesem Umwandlungsding hier, und ich weiß, dass man da super vorsichtig sein muss, so viel weiß ich auf jeden Fall. Deswegen habe ich es auch noch nicht gemacht. Ne? Wenn es alles so easy wäre, ne, dann wäre es ja easy und dann bräuchte man auch nicht 10.000 Steuerberater in Deutschland. Aber es ist es eben nicht. Also Leute, wenn dich dieses Thema auch gerade richtig sozusagen wirklich bei dir auch unter den Fingernägeln brennt, ja, und das vielleicht sogar für dich relevant ist oder du vielleicht auch aktuell vor der Herausforderung stehst, deine Einzelunternehmung in irgendwas umzuwandeln, dann hinterlass mir bitte einen Kommentar, dann kommen wir einfach ins Gespräch. Ja, vielleicht können wir uns da austauschen, weiterhelfen, keine Ahnung, vielleicht weißt du einen besseren Link, besseres YouTube-Video, Blogbeitrag, whatever. Er hat auch irgendwas von einem Blogbeitrag erwähnt, da muss ich mal nachschauen, aber da ging es eigentlich eher um was anderes. Da ging es darum, wenn man mehr Eigenkapital als wie 500.000 Euro hat. Das wird wahrscheinlich bei mir nicht der Fall sein, von daher ist der Blogbeitrag für mich auch irrelevant. Für mich allein schon bis zu 500.000 Eigenkapital, allein das Thema habe ich noch nicht richtig verstanden, weil da kommen plötzlich 700.000. Dann kann ich mir sozusagen die 500.000, die ja sowieso schon meine 500.000 sind, verdammt nochmal, ja, darf ich mir dann wieder sozusagen kostenlos auszahlen. Und dafür braucht es ein Workaround. Und daran sieht man doch eigentlich, wie verkorkst und verdorben und verschissen unser ganzes System ist. Sorry Leute, das muss man echt so sagen. Dieses Eigenkapital, das ich als Einzelunternehmer angehäuft habe. Das ist doch, Eigenkapital ist netto. Ja, also wenn ich das jetzt falsch sehe und ich komplett daneben liege, Leute, gerne einen kritischen Kommentar. Aber soweit ich das sehe, und ich habe auch mal viel Buchhaltung gehabt in der Schule, ja, Eigenkapital ist das, was mir gehört. Das ist nicht irgendwas, was ich noch versteuern muss oder sowas. Ne? Eigenkapital ist das, was ich, wenn ich eine Immobilie kaufe oder sonst irgendwas, das ist, oder mich beteilige an einem Unternehmen, das ist das, was mir gehört. Das ist netto, netto, netto. Ja? Und das bringe ich jetzt hier ein in meine eigene GmbH. Also ich wandle meine eigene Firma um. Ja? Also bereits meine bestehende Firma, von der ich lebe, die meine Existenz sozusagen Grundlage meiner Existenz ist. Und dann muss ich hier ein Workaround machen, damit ich für diese Einlage nicht wieder Steuern zahlen muss. Sag mal, sind sie noch ganz dicht hier oder was? Ja? Also das ist also echt krank. Ja, unser System ist echt krank. Sorry, das muss ich echt so sagen. Also wenn ich das so verstanden habe, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, es ist echt krank. Ja, sorry. Also sollte ich jemals herausfinden, welche Person das erfunden hat, weiß ich nicht, vielleicht besuche ich die mal. Ja, also das ist echt. Und mir fehlen da die Worte, Leute. Ich muss jetzt wirklich Schluss machen, sonst wird es zu emotional hier. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schau mal wieder rein, wenn es heißt, dein Thomas Klein von der Mission Millionaire. Gib dem Video einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, damit wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und tschüss.